So Leute, damit also hallo und herzlich willkommen zurück im Fußballmanager 13 mit der SG Wattenscheid 09. Wir sind, weiß gar nicht jetzt in welchem Part, wir sind glaube 29, wenn ich jetzt richtig im Kopf habe. Ist jetzt über eine Woche her, dass ich das letzte Mal, also zumindest den EA-Manager, jetzt hier mit Wattenscheid aufgenommen habe. Deswegen ist für mich jetzt erstmal wieder das Gefühl, erstmal anzukommen, wieder reinzukommen, ne, und Wattenscheid von Kopf bis Sohle zu fühlen. Ja, das ist ja ganz wichtig. Man muss ja mitleiden und mit bangen. Und wir spielen gegen Alemannia Aachen jetzt als nächstes. Und wir wissen ja noch, dass die Aachener ebenso wie wir relativ schlecht in der Tabelle dastehen. Das heißt, gut, wir stehen schlecht da. Also wir sind Aufsteiger. Ne? Wir sind Aufsteiger und echt stehen wir ja eigentlich gar nicht da. Auf Rang 11, 7 Punkte Vorsprung vor Aachen. Das könnte aber sich heute dramatisch kürzen auf 4 Punkte, wenn die Aachener uns schlagen. Wenn wir natürlich gewinnen würden gegen die Alemannia, dann wäre das nochmal eine andere Nummer. Aber wir müssen abwarten. Wir müssen abwarten, wie die Partie ausgeht. Wir werfen einen Blick auf die letzten Ergebnisse von Aachen. So. Wir sehen ein 2:2 gegen Rot-Weiß Aalen, dann 0:1 verloren gegen Wuppertal, 0:2 verloren gegen Preußen Münster, 2:1 gegen Düsseldorf 2 verloren. Seht ihr, und ich mache mich nicht mehr drüber lustig. Düren 1:0 gewonnen, Oberhausen unentschieden, Kamerinborn gewonnen, Schalke 2 verloren und davor auch verloren. Ja, jetzt hier ran gegen die Aachener. Das ist unsere Startelf. Trophobie erstmal wieder mit dabei auf der Bank. Gucken, ob er nochmal eine Chance erhalten wird. Nijilova sich nicht blöd anstellt. Muss man abwarten. Also Antlitz ist ja eigentlich auch gut in Form und das eigentlich auch. Normalerweise müssten wir die beiden jetzt hier reinnehmen. Das war nicht so gut in Form, ne? Zuletzt. Vielleicht wäre das gar nicht so schlecht, die beiden spielen zu lassen. Aber ich möchte mit Touré gehen. Also da ist es schon wieder diese Stärkenpunkte, ne? Du willst eigentlich eher auf die Fitness ein bisschen eingehen, du willst auf die Frische ein bisschen eingehen, auf die Form. Wie lässt aber trotzdem hängen dir diese Punkte noch im Kopf. Und ach ja, warte mal. Sind wir. Genau, Renke fiel noch aus. Ida Rorek, Dajakowski und Tell in der Innenverteidigung. Genau, Mjotke und Bredaric. Die sind erstmal vorläufig auf der Bank. Und naja, gucken wir mal, wie es wird gegen Alemannia Aachen. Textmodus, ihr kennt das ganze Spielchen. Und der Stärke her, eines der wenigen Spiele, wo wir tatsächlich mal drüber sind. Aber das heißt ja nichts. Das ist nicht so eng beieinander, dass dann überhaupt nichts heißt. Na, guck mal, die Teams sind auf dem Platz, gleich rollt hier der Ball, die Mannschaften spüren sich gerade ein. Anpfiff erste Halbzeit. Und gleich hier mal eine schöne Möglichkeit von Bayric, liegt schon auf Schlösser, aber der verzieht. Und er bleibt beim 0:0. Jetzt aber die erste Ecke, Lukas Wilken mit einer Ecke, Dominik Zrenic durch, aber kann den Ball nicht richtig drücken, klar drüber. Klaus hebt die Hand. Der Schwermann setzt sich da also gegen Zrenic durch. Hat aber nichts gebracht, aber schon wieder Ecke für Aachen, also fängt doch schon wieder an, hier in eine Richtung zu gehen, in den ersten Minuten, die mir doch schon wieder nicht gefällt. Nur Aachen in der Vorwärtsbewegung, eine Ecke nach der nächsten, nach 5 Minuten schon bereits die dritte Ecke, jetzt für die Aachener, die aber nichts einbringt und schon wieder die nächste Ecke, 15 Minute, vierte Ecke. Spieler wirken jetzt voll konzentriert, das brauchen wir auch. Alemannia Aachen ist mit dem System eher defensiv ausgerichtet. Jetzt passiert mal ein paar Minuten lang. Nicht 20 Minuten inzwischen rum. 10 Sekunden sind hier zwei Bälle im Spiel und beide werden ernsthaft gekämpft. Die zeigt die Bedeutung des Spiels. Oh, Jakubowski legt den Ball unfreiwillig für Yannick Mause vor. Zehner schaltet aber blitzschnell, ist zur Stelle. Und natürlich gibt es mal eine Ecke für die Alemannia.
Das ist bereits die fünfte. Jetzt vielleicht auch mal eine Möglichkeit von uns. Yannick Touré probiert es aber, der trifft mit einem Schuss nur Quessen. Aber weiter geht's. Rurik schießt Uzelak an und holt den Eckball heraus. Also wir nehmen mittlerweile auch so ein bisschen an Spiel. Teil unglückliche Aktion von Heinz, richtig Tor gewandt, will er den Ball klären und schießt sich selbst gegen den Kopf. Die Abpraller streicht nur einen Zentimeter am eigenen Tor vorbei. Somit gibt es die zweite Ecke in Folge für uns. Ecke landet bei Kwasim aus 8 Metern, trifft er die Kugel nicht voll. Bangso kann mit etwas Glück die Kugel parieren. Also es ist hier bis jetzt so ein, ja, doch durchaus umkämpftes Spiel. Offensive, man mag es noch nicht so ganz funktionieren. Jetzt gibt es hier die gelbe Karte gegen Uzelak. Ja, Touré da umhaut. Also wir könnten sicherlich eher mit einem Unentschieden leben als die Aachener. Für mich ist einfach wichtig, diese Partie hier nicht zu verlieren. Jetzt aber vielleicht mal eine gute Möglichkeit. Freischuss, Nico Lukas mit einem Freischuss. Lukas zirkelt den Ball über die Mauer in die, auf die rechte Ecke. Ja, Bangso ist auf dem Posten, faustet den Ball zur Seite weg. Schade, schade, schade. Es steht 0:0 hier zur Halbzeit. Ja, wir müssen tatsächlich ein bisschen hier, glaube ich, angleichen. Bring den an, letztes Mal. Der war ja, wie gesagt, gut in Form. Und, Jeschidorf war auch so gut in Form. Ich möchte jetzt eigentlich Trophobie bringen. Bringen wir Clemente noch für Meier. Mal gucken. Das ist ja zumindest schon mal besser. Wir haben inzwischen ja eine Bank, ja, wo der, sag ich mal, der Abfall der Leistung nicht jetzt so enorm ist. Oder der Stärke, sagen wir es mal so. Hoch erlaubt sich erneut Erfolg, obwohl er die gelbe Karte hat. Mal sehen, was. Oh nein, bitte nicht. Nein! Wie kann man denn so dämlich sein? Kann man denn so dämlich sein? Ja, ich habe gesehen, dass wir 1:0 führen. Das ist mir gerade gekommen, ein bisschen ignorieren. Falsch hier die Hand und spekuliert auf Abseits. Schließlich der Murat Khan, falls teilt die Meinung jedoch nicht. Jeschilova ist somit plötzlich frei durch, legt nun aber quer auf den mitlaufenden Kwasim. Dieser legt sich den Ball ein Stück auf der rechten Seite vor und zieht dann sofort ab. Bangso ist unten, aber der Ball kann den Ball hinterher schon. Ein super Tor. Ja, und das ist jetzt natürlich umso ärgerlicher für uns. Wir gehen zwar hier 1:0 in Führung, aber wir müssen trotzdem noch hier mit dem Schlimmsten rechnen. Obwohl wir es nicht schlecht machen. Ich habe so ein bisschen gerade das Gefühl, dass wir mit einem Mann weniger hier defensiv ein besseres Spiel abliefern als mit einem mehr. Aber abwarten. Es sind noch 25 lange Minuten zu spielen. Jetzt vielleicht Aachen. Guter Kontermöglichkeit für Aachen. Wird ein schlechtes Anspiel von Mause schon im Ansatz zunichte gemacht. Wieder wechselt jetzt Frederik Baum kommt für Dino Bayric. Gott, Alter, also wirklich, also Aussprachen, da muss ich echt was machen. Schlag kann mit einem Befreiungsschlag klären. Die Ecke, 15 Minuten sind noch zu absolvieren. Gelingt uns hier tatsächlich in Unterzahl die Überraschung. Also jetzt wäre es eine Überraschung, weil wir im Unterzahl sind. So. Damaschek für Heinze jetzt in die Partie. Aachen wechselt aus. Tell sehen, Mause im Tiefflug, die Beine weg. Mit Gelb ist hier noch. Da ist jetzt natürlich eigentlich auch wechseln, ne? Aber ich habe Angst, dass wir jetzt wechseln und dann
dass uns ein Wechsel jetzt nicht gut tut. Bause mit einem Fund aus der Distanz, einen halben Meter, aber zum Glück vorbei. Und wir machen jetzt hinten dicht. Nein! Das spielt der Mannschaftsbrief, die passt zu Gramay, statt selbst zu schießen, aber der frische Stürmer verzieht überhastet. Das Spiel wird exakt nach drei Regeln. Ja, geil! Regulären Spielzeit beendet, Schiedsrichter Murat Khan pfeift einfach ab. Eine Minute hätte mindestens nachgespielt werden müssen. Alter, in Unterzahl gewinnen wir 1:0 in Aachen. Rurik fliegt Anfang der zweiten Halbzeit vom Feld und... Die gewinnen aber durch das Tor von Ahmed Qasim Gijilova mit der Vorarbeit. So, werfen wir einen Blick auf die Ergebnisse. Kamerinbonn schlägt Köln, Fortuna Köln 2-1, Köln 2., Preußen-Münster 1-1. Lippstadt unterliegt Düsseldorf 2-0-3, also da sehe ich mittlerweile eine gewisse Konstanz bei Düsseldorf. Rödinghausen gegen Düren 0-3, Schalke Rot-Weiß-Oberhausen 1-1, Bocholt-Wiedenbrück 0-2. Aachen unterliegt Wattenscheid 0-1, Gladbach 2. schlägt Rot-Weiß 1-2-0 und Strehlen unterliegt Wuppertal 0-3. Das heißt, Düren, die hinter uns waren, und Fortuna Düsseldorf 2 haben gewonnen. Ansonsten haben alle Mannschaften hinter uns verloren. Was natürlich bedeutet, dass wir jetzt mittlerweile 10 Punkte vor den Abstiegsplätzen wieder weg sind und das bei noch 10 verbliebenen Spielen. Das ist, denke ich mal, schon mal eine ganz gutes Polster, aber wir dürfen trotzdem nicht nachlassen. Unser Ziel sind die 40 Punkte zusammenzubekommen. Und da sind wir stattdessen jetzt auf einem guten Wege. Haben 31 Tore geschossen, auch 31 leider reinbekommen. Aber so ist es nun mal. Die Mannschaft wirkt nach den zuletzt drei Siegen jetzt in Folge wieder gefestigt. Und ich bin mal gespannt, wie weit das da führen kann. Das Spiel müssen wir analysieren, die richtigen Schlüsse draus ziehen. Trainer Ibrahim Çelik, Alemannia Aachen, das sieht man leider hier etwas wie gar nicht. Andere erziehen ihre Kinder zweisprachig. Ich bin beidfüßig. Euer Attila E. aus Bochum. Bin von Wattenscheid. Leute. Das war wichtig. Weil gegen Gladbach 2. Das wird hart. Das wird extrem hart. KSC hat Interesse an uns. Zeigt doch, dass unsere Arbeit hier in Wattenscheid... Ja, ich möchte jetzt nicht unbedingt sagen, Früchte trägt, aber zumindest, ne? Das zumindest gut machen, so. Ich denke, ist angeschlagen, der kommt zwar mit, aber nur auf der Bank. Daric wird dann spielen. Ja, jetzt, ich habe mich jetzt gerade schon wieder was aufgeregt. Wir mal gleich. Jakub Boski ist unzufrieden, weil sein Vertrag nur noch eine kurze Zeit läuft und er nicht weiß, ob er in Zukunft spielen, wo er spielen wird. Er verliert 5 Moralpunkte. Also, wie oft haben wir es denn bitte probiert, den Vertrag zu verlängern? Und da hieß es, oh, nee, ich will nicht. Ich bin unzufrieden. Ja, komm, der 2-Jahres-Vertrag würde ich ihm noch geben. Weil er jetzt wirklich eingesprungen ist in den letzten Spielen und die Abwehr stabilisiert hat. So ein bisschen. Und ich denke mal, einen erfahrenen Mann werden wir auch immer noch gebrauchen können. Und wenn dann sowieso so viele gehen, wir sehen es jetzt mal. Demente wird gehen, Tell wird gehen, Questing wird gehen, Torik wird gehen, Rurik wird gehen, Kessin wird gehen. Das sind schon 6 Spieler. Den Verein nach der Saison verlassen werden. Und dann kommen ja noch ein paar auslaufende Verträge dazu. Dass nochmal 4 bis 5 sind. Also das wird ein spannender Sommer werden. Ich denke mal, wir werden gar nicht drum rumkommen, wieder mit Laien auch zu arbeiten. Gerade wenn wir auch eine gewisse Qualität wieder haben wollen. Wird es wahrscheinlich nicht anders funktionieren. Aber okay, wir sind am Ende angekommen des Partes. Wenn euch der Part gefallen hat, könnt ihr wie immer gerne ein Like und einen Kommentar da lassen. Und wir sehen uns dann auf jeden Fall im nächsten Part wieder gegen Borussia Mönchengladbach. Ihr könnt aber auch den Kanal gerne dann kostenlos abonnieren. Dann verpasst ihr natürlich zukünftig nichts mehr, wenn ihr dann aber auch die Glocke aktiviert.
Wir sehen uns dann wieder gegen Gladbach 2. Bedanke mich fürs Zusehen. Macht's gut, haut rein. Ciao.